Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Merlin Plays Minecraft Eternal. Ja, ihr seht es hinter mir schon. Ich habe ein kleines Problem in der Natur festgestellt, das man immer so hat. Die Natur ist immer so unordentlich und deswegen habe ich mir ein bisschen geholfen aufzuräumen. Genau, denn hier hinter uns werden wir heute was aufbauen, was ich so normalerweise nicht machen würde. Also ich würde das normalerweise definitiv unterirdisch machen. Aber dann, ja, dann sieht man einfach nichts, weil in diesem Modpack ja immer alles dunkel und unterirdisch ist. Wir werden heute eine Quarry aufbauen, denn ich habe endlich mal das Update gemacht. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass das Update gemacht worden ist. Das erste ist natürlich gleich einmal, die Silberohr-Generierung wurde repariert. Bringt uns hier natürlich nichts, denn diese Chunks sind schon generiert. Da müssten wir jetzt umziehen. Aber so viel Silber braucht man hoffentlich nicht. Ich denke, für den Anfang wird es ausreichen. Und ich würde die Quarry jetzt einfach. Ja, ich muss ja irgendwie den Strom dahin bringen. Das habe ich übrigens schon mal gemacht. Ich habe eine Leitung darüber gelegt. Die kommt von da oben einmal darunter. Und dann werden wir hier eine Quarry aufbauen. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Quarries. Und das ist das zweite Geniale, was in diesem Update gemacht worden ist. Wir haben hier eine Quest irgendwo. Ja, okay, da habe ich das Buch gecraftet. Schauen wir uns dann gleich an. Genau, die Buildcraft Quarry. Und die ist ja eigentlich, naja, eher so Early Game. Also, ist ein bisschen nervig aufzusetzen und alles mit dem MJ. Und da haben wir vorher einen Tech Reborn Drill gebraucht, für den man Titanium gebraucht hat. Und das wurde jetzt verändert. Also, das Modpack verwandelt sich immer eher zum Positiven. Das finde ich sehr gut beim Modpack. Ist ja nicht immer der Fall. Egal. Genau, und ich denke, wir können die jetzt craften und werden heute mal eine Buildcraft Quarry aufbauen. Denn, ganz ehrlich, ich liebe die Optik. Ich weiß, dass es für die Performance bescheiden ist, dass es die wohl schlechteste Multiplayer- und Server-Quarry ist, die man sich nur vorstellen kann, oder Erzgenerierung. Aber ich denke, so Early Game kann man das schon mal machen. Und schaut einfach genial aus. Genau, wir werden das Ganze allerdings nicht direkt mit MJ betreiben. Also schon mit MJ, weil die braucht MJ logischerweise. Aber wir werden über so einen kleinen Umweg gehen und das RF in das MJ umwandeln. Ich will diese blöden Wackel-Engines, die explodieren, die will ich nicht haben. Genau, und es ist sowieso auch eine Quest, dass wir hier diesen Energy-Converter mitbauen. Wie fangen wir an? Ich denke, wir fangen einmal mit einem Diamond Gear an. Genau, denn es ist sowieso die Quest. Dann machen wir es einfach der Reihe nach. Wir brauchen ja sowieso zwei Diamond Gears. Dann ist der Punkt schon mal erledigt. Haben wir jetzt. Haben okay. Ich weiß nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Okay, ich kann wenigstens schlafen. Schon mal sehr gut. Dann legen wir uns kurz hin. Genau, und dann wird das Mob hoffentlich irgendwann mal verschwinden. Es ist irgendwo unter mir. Oh Mann, es ist schon wieder nervig. Naja, egal. Wie schaut es weiter mit der Quest? Ah, es kommt eh schon direkt die Quest. Dann können wir eigentlich schon mal direkt die Quarry craften. Eine Diamond Pickaxe, zwei Diamond Gears haben wir schon. Okay, das hat gefehlt, dann hat es gepasst. Sehr schön. Und drei davon. Jawohl, und dann haben wir die Quarry. Genau, die Quest haben wir noch nicht erfüllt. Denn zu der Quest gehört auch nochmal der MJ Energy Producer. Wir brauchen einen FE Energy Consumer. Ich zeige euch dann, wie man das aufsetzt. Und die Energy Bridge, die bekommen wir sowieso hier. Sprich, wir machen uns einmal dieses Teil. Da brauchen wir nochmal zwei Eisengears. Eins, zwei und zwei Stone Gears. Machen wir mal diese hier. Ein Wooden Transport Pipe ist auch kein Problem. Jawohl, und das war's. Nein, das war's nicht. Wir haben die Engine nicht gecraftet. Haben wir noch mit zwei Stone Gears. Die habe ich doch schon gecraftet. Was mache ich überhaupt? Ein Piston. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komplett confused schon wieder. So, aber jetzt sollte man es haben. Eine Stirling Engine und einen MJ Energy Producer, genau. Der wird jetzt die Quarry mit Energie versorgen. Dann haben wir die Quest abgeschlossen. Können wir uns das Zeug schon mal holen? Was bekommen wir? Evil Infused Iron. Okay. Okay, ich besperre mich jetzt damit. Mann, was ist denn das für ein blödes Mob schon wieder? Was soll der Mist? Die sind so nervig. Eine Energy Bridge. Okay, soweit.
Und jetzt brauchen wir eben noch diesen FE Energy Consumer. Ja, der ist kompatibel. Also es gibt auch noch einen RF Energy. Wir haben ja RF in dem Fall Energy Consumer. Aber hier steht so kompatibel zu 99% der Mods, die RF brauchen. Genau, und die kann man eben 1:1 umcraften zwischen Producer und... Muss da reingehen. Und Consumer. Wir brauchen einmal dieses Teil. Wir brauchen einen weiteren Ofen. Glaube ich, habe ich keinen mehr. Und dann ist die Frage, haben wir dann schon einen Rest? Jawohl, einen Rest haben wir. Nice. Okay, dann haben wir das Thema auch schon mal erledigt. Jetzt ist nur die Frage zum Aufstellen. Ja, maximal ist ja 64 mal 64 Blöcke. Ich würde jetzt einmal 32 mal 32 vernünftig. Ja, soll man 16 mal 16 machen? Ich glaube, wir machen jetzt erst einmal 16 mal 16. Und das kann man ja dann jederzeit problemlos erweitern. Wir brauchen eine normale und wir brauchen drei mit Lapis. 1, 2, 3. Dann könnte man das Ganze eigentlich schon mal grob aufbauen. Gehen wir mal kurz da runter. Da muss ich jetzt selber kurz schauen, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das ist jetzt quasi genau im Chunk. Ein bisschen Ordnung halten. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich ist jetzt nicht so nötig, aber ich denke, es ist sauberer, wenn wir das Ganze ein bisschen ordentlich machen. Und jetzt ist die Frage, wie weit geht es? Wir stellen jetzt eine Landmark auf, wir stellen daneben eine Redstone Torch. Das aktiviert eben diese Linie. Und jetzt ist die große Frage, das sehe ich natürlich wieder nirgendwo. Absolut genial. Buddeln wir uns kurz einmal da runter. Wieder sowieso alles zerstört. Okay, das geht weiter. Es geht weiter. Genau, wir waren jetzt eben nicht ganz sicher, ob die Quarry jetzt... einmal dieses Teil... Die Device 0 ist so genial. Ob ich die jetzt in dem Bereich aufstellen muss oder daneben. Ich muss die anscheinend daneben aufstellen, also das funktioniert problemlos. Genau, dann baut die eben in den Chunks ab. Sehr schön. Jetzt habe ich bloß einen Fehler gemacht. Ich hätte es aufbauen müssen. Ich hätte es ja da hinstellen müssen. Merke ich gerade. Ja. Na, wie oft will ich jetzt noch den falschen Knopf drücken? Genau, und hier stellen wir die zweite auf. Soweit, so gut. Ich lasse das jetzt mal so abgerissen. Genau, und die Blöcke da oben ist kein Problem. Also normalerweise würde ich das Ganze eben unterirdisch bauen. Ich baue es jetzt oberirdisch, damit man was sieht. Und muss das Ganze dann halt einfach wieder zuschütten. Also nicht komplett zuschütten, aber halt oben wieder einen Deckel drauf machen. Genau, platzieren wir es mal kurz darüber. Dann machen wir das gleiche nochmal hier drüben. Genau, also normalerweise muss man es eben, ich glaube, 6 Blöcke nach unten bauen, wenn man nicht alles täuscht. Und ich habe gerade gemerkt, ich habe drüben einen Fehler gemacht. Ich muss ja quasi das um eins weiterbauen. 6 Blöcke ist die Struktur hoch. Alles, was innerhalb von diesen 6 Blöcke ist, wird gelöscht. Und von da geht es dann runter. Da funktioniert dann die Quarry. Das wollte ich nicht sagen. Genau, und wenn man so rechts klickt, dann aktiviert man das Ganze. 3 Stück reichen aus, also ich brauche nicht das vierte machen. Es reichen in dem Fall wirklich die 3 Stück. Wo ist dieses blöde Mob? Das macht mich fertig. Jawohl, genau, jetzt ist es selber. Also wie gesagt, 3 Stück reichen aus. Das aktiviert das Ganze. Und jetzt können wir hier unser Quarry aufbauen. Ich denke, machen wir noch mal ein kleines bisschen mehr Platz. Ganz ehrlich, das nervt. Wo haben wir's? Hostile Creatures. Weg. Schluss. Aus. So ein nerviges Viech. Naja, egal. Das bringt mich komplett durcheinander. Ich weiß überhaupt nicht, was ich erzählen wollte. Egal, bauen wir es einfach auf. Genau, also ich mache jetzt erst einmal diese Struktur. Im Normalfall, wenn ich es hinstelle... jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, habe ich einen Fehler gemacht. Im Normalfall, wenn ich es hinstelle, baut es eben so einen Bereich ab.
wenn ich es an bestehende, an so eine Laserstruktur ranbaue, dann funktioniert es richtig, dann macht es richtig. Ich mache das Ganze nochmal kurz. So, nächster Versuch. Also die Struktur steht wieder. Wir bauen unser Quarry jetzt da irgendwo dran. Die Landmarks können wir uns wiederholen. Die ploppen dann einfach weg. Und sobald die Quarry jetzt Energie bekommt, wird die jetzt schon mal anfangen. Will ich jetzt natürlich noch nicht, denn wir müssen das Ganze natürlich noch... Ja, irgendwo muss ja das Zeug hin, was die da abbaut. Habe ich bekommen. Sehr nice. Vielen Dank. Genau. Und dafür müssen wir uns jetzt mal kurz was aufbauen. Die Frage ist, wo sollst du es hin transportieren? Ich denke, wir machen uns einfach da oben so ein kleines provisorisches Lager. Ich glaube, dass das Sinn macht. Genau, und zwar, überleg. Wir brauchen einen, fehlt noch ein Item. Wo ist das gute Stück? Dieses hier. Am Draw Controller möchte ich gern machen, denn, ja, mit Kisten braucht man da nicht anfangen. Da kommt wirklich einiges dabei raus. Habe ich jetzt ernsthaft keinen Stone? Habe ich keinen Stone? Ich habe wieder keinen Stone. Absolut genial und gut vorbereitet. Wie immer. Genau, nehmen wir uns ein kleines bisschen Stein raus. Schmeißen das durch den Ofen. Gut, ich brauche wie viel? Brauche ich? 6 Stück. Ja, das Level-Up, das rentiert sich wirklich. Ist jetzt dasselbe, wie viel schneller, dass der Ofen jetzt mittlerweile schon funktioniert. Bin da wirklich schon einen guten Schritt weitergekommen. Die Mobfarm läuft perfekt. So, okay, dann haben wir schon mal die Teile. Wir haben uns schon mal die 2 Comparators craften. Und dann brauchen wir nochmal 5 Stück. Genau, 3, 4, 5. Dann werde ich kurz mal das Lager ein bisschen aufbauen. Oh, haben wir schon 6. Sehr schön. Ein davon. Jawohl. Okay. Ja, die Sonne geht schon wieder unter. Ich baue mal kurz das Lager auf und dann gehe schlafen und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, also schön ist definitiv was anderes, aber naja, okay, ein Loch im Boden ist auch nicht schön. Ist nur vorübergehend. Müssen wir schauen. Das wird ein Mordschaos, das alles auszusortieren. Weil ich befürchte, dass da einiges an Zeug dabei rumkommt, was eben dann nur einmal vorkommt. Irgendwelche Dungeons, die wir erwischen. Werden wir sehen. Ich hoffe, dass nicht allzu schlimm wird. Eine Wooden Transport Pipe, die brauchen wir in dem Fall ja gar nicht. Denn die Quarry, die schmeißt das ganze Zeug einfach so oben raus. Ich denke, wir könnten theoretisch auch Cobblestone Pipes nehmen. Aber ich hoffe, dass wir da wirklich genügend Gold rausbekommen. Dass wir dann nicht geizig sein müssen. Und dann legen wir uns da einfach mal eine Leitung hier rüber. Genau, die goldene ist halt einfach ein kleines bisschen schneller als die Cobblestone oder als die einfachen Leitungen. Jawohl. Genau, und dann habe ich jetzt aber noch ein Problem, eben für die Spezial-Items. Und da würde ich jetzt was machen. Es gibt hier noch eine spezielle Pipe, und zwar die Clay-Pipe, glaube ich war das. Das kann weg. Genau, die Clay-Transport-Pipe. Das ist eine sogenannte Insertion-Pipe. Das war das Falsche. Da muss man wissen, die Pipes von Buildcraft, die funktionieren normalerweise ein bisschen komisch. Und zwar, wenn man hier eine Kreuzung reinmacht, dass man quasi hier eine Kiste anschließt und hier eine Kiste, dann verteilt er das irgendwie random, zufällig. Und das möchte ich vermeiden. Er soll natürlich erst einmal Cobblestone und so weiter hier einfüllen. Deswegen machen wir hier die Clay Transport Pipe ran. Und jetzt versucht er alles, was von hier kommt, erst einmal hier einzulagern. Wenn das nicht klappt, wie gesagt, da muss ich ein bisschen auf der Hut sein, muss ich mir die einzelnen Items rausziehen und in die Kisten oder wegschmeißen. Und erst wenn das nicht klappt, dann soll er bitte versuchen, das Ganze hier auf ein paar Kisten zu verteilen, die wir noch aufstellen, dass wir die Items auch bekommen, die eben weniger vorkommen oder nur einzeln vorkommen, wie auch immer. Jawohl, geht sie dann noch eine aus? Nein, geht sie leider nicht mehr aus. Habe ein bisschen blöd gemacht. Na, egal. Okay, das kann ich jederzeit noch umreißen. Ich denke, so können wir da mal loslegen. Wie gesagt, er versucht erst einmal das da einzuleiten. Wenn das nicht klappt, dann leitet das eben in die Kisten. Das bringt noch nichts, wenn man das aufbauen, merke ich gerade. Denn
wir brauchen noch erst nochmal Strom. Und da haben wir jetzt Folgendes überlegt. Wir haben hier unsere Stromproduktion. Hat sich ein bisschen was geändert, werden wir gleich sehen. Und die produziert eigentlich im Großen und Ganzen mehr, als wir brauchen. Allerdings, wenn ich jetzt hier den Strom rausziehe, dann zieht es mir einfach diese Maschine leer. Das haben wir ja schon gehabt, dieses Thema. Dann geht die Mobfarm nicht mehr, der Grinder, die Mobfarm läuft über und so weiter und so fort. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen einfach dieses Tree Oil, wo wir mittlerweile mehr als genügend haben. Ah, okay, das ist sogar. Ah ja, weil ich wieder ein bisschen was da reingeschmissen habe. Es ist sogar leer. Der müsste aber eigentlich nachproduzieren. Es ist voll. Naja, okay, werden wir sehen. Und dann teilen wir das Ganze einfach hier auf. Wir leiten eben den Teil hier rein, damit die Hauptform weiterläuft. Und den anderen Teil leiten wir in diesen Compression Dynamo. Bauen wir hier auf. Genau, der bekommt von unten Wasser, habe ich da rumgelegt. Und bekommt eben das Tree Oil. Genau, damit kann dann die Maschine wieder laufen. Und was wir hier noch machen werden, denn die Buildcraft Quality nimmt bis zu 10.000 RAF pro Tick. Das ist einiges. Und die wird auch am Anfang relativ langsam laufen. Aber ich hoffe, dass das mit der Zeit besser wird. Wir werden uns ein Bronze, können wir Bronze? Bronze habe ich übersehen. Ja, können wir auch machen. Können wir auch machen. Was brauchen wir jetzt dafür? Wir brauchen Invar. Invar war zwei Eisen, ein Nickel. Und Bronze war drei Copper, ein Tin. Kann ich mir das merken? Zwei Eisen. Ich mache jetzt da gleich mal ein bisschen mehr. Dann Nickel. Machen wir das schon mal. Und was war das andere? Copper. Das waren drei Copper. Und Tin. Jawohl. Genau, dann können wir das einmal durchpulverisieren lassen. Dafür schalten wir die Maschine wieder aus. Genau, dann werden wir diesen Compression Dynamo ein bisschen upgraden. Aber erst einmal produziert er schon mal Strom, der ist schon fast voll, nice. Und dann können wir eigentlich den Strom schon mal verwenden, um das da unten anzuschmeißen. Genau, der wird dann am Anfang erst einmal so eine Hilfsstruktur, erst einmal alles vernichten, was ihm im Weg ist für die Hilfsstruktur. Genau, und hier brauchen wir eben den. Das ist der falsche, den müssen wir umcraften. Genau, der FE Energy Consumer. Der verbraucht RF und erzeugt dafür interne Energie. Genau, also der zieht jetzt oben das Teil leer, den Dynamo, und erzeugt interne Energie. Keine Ahnung, was das für Energie ist, wo der das umrechnet. Die geht dann in die Energy Bridge. Und die Energy Bridge, die gibt dann eben diese Energie aus, welcher Producer das angeschlossen ist. In dem Fall eben der MJ Energy Producer. Den werden wir hier anschließen und ihr seht es selber. Genau, jetzt läuft es natürlich am Anfang relativ flott. Ja, und ihr seht, es wird schon deutlich langsamer, weil eben ein bisschen Energie angespeichert war. Hier können wir wieder ein bisschen zumachen, dass es nicht ganz so blöd ausschaut. Okay, das macht auch keinen Unterschied mehr. Genau, und der fängt jetzt eben an, erst einmal ein bisschen Ordnung zu machen. Also alles, was in diesem Bereich ist, wird einfach mal gelöscht. Mit einem Laserstrahl weggeploppt und gut ist. Ich könnte mir eigentlich die Fackeln wiederholen. Die Fackel nehme ich wieder mit. Genau, und das dauert jetzt einen kurzen Moment. Dann erscheint eben diese kleine Hilfsstruktur und dann legt er los mit der eigentlichen Arbeit und quarifiziert das alles weg. Genau, und da sehen wir es jetzt auch schon. Da haben wir jetzt schon ein deutliches Stromproblem. Also es wird ewig dauern. Und ich wollte es eigentlich kleiner bauen, habe ich gerade gemerkt. Naja, egal. Ich lege mich noch mal kurz schlafen, warte, bis die Teile fertig geschmolzen sind und dann machen wir wieder weiter. Jawohl, jetzt hat er das Ganze alles weggebaut und jetzt sieht man schon, wie er anfängt, eben die Arbeitsstruktur zu errichten. Das macht er jetzt einmal rundum, alles, was eben so gelb-schwarz markiert ist. Und dann legt er los. Aber wir haben natürlich noch, wir haben jetzt die Items, sprich, wir können uns jetzt die Hardened Upgrade Kits craften. Ich mache jetzt gleich mal die drei Stück. Ich hoffe, dass das kein Fehler ist, aber die werden wir definitiv nochmal irgendwo brauchen. Und dann brauchen wir noch ein Augment, denn das eine, ja, das upgradet zwar die Maschine,
aber macht noch nicht wirklich was. Es macht eben nur den einen Slot frei. Und hier machen wir die Auxiliary Transmission Coil. Genau, dass die Maschine einfach mehr Energie produziert. Gibt es diverseste verschiedene Upgrades. Werden wir mit der Zeit noch sehen. Genau, jetzt sehen wir Basic Maschine, Ardent Maschine. Und ich merke gerade, mir hat es das Weiler wieder resettet. Das ist wieder links oben, das nervt mich. Naja, okay, egal. Genau, und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, hier ein Augment einzusetzen. Können wir viermal upgraden, theoretisch. Und dann können wir... Ah, vorher hat es bloß 40 11. Ja, Maximum Power 40 11. Okay, also das bringt auch schon was. Aber jetzt können wir eben noch das Increased Output... Und jetzt haben wir schon 120 11. Das sollte das Ganze doch noch mal um einiges verbessern. Und meine Befürchtung... Okay, ich habe eher befürchtet, dass der Probleme macht, aber tatsächlich scheitert es dann eher an die Arboreal Extractors. Können wir die nochmal craften? Eins, zwei, drei. Genau, und jetzt müssen wir endlich nicht mehr ganz so sparsam sein, hoffentlich, denn wir werden jetzt hoffentlich dann endlich einmal genügend Materialien bekommen. Wir holen uns nochmal kurz Fluidacts, das sind zu wenig. Braucht man nochmal welche. Genau, und jetzt können wir eben das machen, was ich schon von Anfang an geplant hatte. Wir können die einfach jetzt rundherum aufstellen. Einmal oben raus, da das gleiche. Und hier auch nochmal. Eine Leitung außenrum. Genau, und jetzt sollte die Maschine dann besser ausgelastet sein. Ja, werden wir sehen. Also ich verfolge das Ganze ein kleines bisschen. Muss ja dann immer da, wo die Schwachpunkte sind. Die kann ich glaube ich nicht upgraden. Na genau, da steht kein Basic dabei. Wo die Schwachpunkte sind, also wenn wir zu viel Resin haben, dann muss ich diese Maschine upgraden. Wenn wir zu wenig Resin haben, brauchen wir noch mehr von diesen Teilen. Und ja, da, das können wir leider noch nicht weiter upgraden. Oder können wir das? Können wir mal kurz schauen. Reinforced. Na okay, da brauchen wir Hardened Glass. Das können wir noch nicht machen, aber das können wir dann auch bei Gelegenheit einmal erledigen. Genau, und dann haben wir 120 EF. Theoretisch kann ich einfach eine zweite von den Maschinen daneben bauen, merke ich gerade. Je nachdem, ob wir halt genügend Tree Oil haben. Ja, das muss man jetzt einfach Stück für Stück upgraden. Genau, und ihr seht es selber, hier kommt jetzt schon einiges dabei raus. Wir haben schon 4 Cobblestone. Wow. Wir haben eine Root und genau diese Root, das ist eben so ein Thema, die will ich vermutlich gar nicht da drin haben. Werden wir dann sehen. Muss ich eben dann immer ein bisschen verfolgen. Die Items ploppen schön raus. Genau, und der fährt jetzt eben einmal von links nach rechts. Wasserblöcke, da bin ich... Ja, da ist immer ein bisschen beleidigt. Es gibt immer eine Riesensauerei, deswegen mache ich jetzt einfach hier mal diesen kleinen Pool zu. Genau, dann sollte das kein Problem mehr darstellen. Das einzige Problem ist, wenn man mal da drinnen ist, wie man wieder rauskommt. Vor allem, wenn es dann einmal tiefer geht. Wird noch interessant. Von der Geschwindigkeit. Es läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Also. Es ist jetzt nicht extrem schnell. Aber ich denke, es ist okay. Ja, es ist echt besser, wenn man das nicht mit den Buildcraft-Maschinen betreibt. Die sind schon richtig, richtig, richtig langsam. Also da macht das Ganze keinen Spaß. Hier sollte nichts drin landen. Genau, weil wir haben die Insertion Pipe. Perfekt. Perfekt, genau so haben wir das vorgestellt. Und da muss ich alles wieder zuschütten. Nice. Jawohl, aber damit war es leider auch schon wieder für diese Folge. Ah, und dieses Outfit, ganz ehrlich. Ich brauche unbedingt mal vernünftige Rüstung. Das ist wieder so ein kleiner Kobold. Naja, egal. Wie gesagt, das war es leider schon wieder mit dieser Folge. Ich lasse die Quarry jetzt einfach mal ein bisschen weiterlaufen. Muss leider dabei stehen bleiben und das Lagersystem eben ein bisschen immer umsortieren. Muss vermutlich auch nochmal ein Void Upgrade craften, merke ich gerade. Oder Emerald Upgrades. Muss ich schauen für die Drawer, denn sonst werden sie irgendwann einmal verstopfen und alles zumüllen.
Aber wie gesagt, das ist also Offscreen-Arbeit, muss man sich einfach hinstellen und ein bisschen laufen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei warst. Wie immer zum Schluss mein Wunsch, bitte gerne abonnieren, bewerten, kommentieren und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.